Hallo liebe 1000 PS Freunde, ich begrüße euch diesmal nicht aus unserem 1000 PS Race Lab Studio in heimischen Gefilden, sondern ich bin diesmal losgezogen nach Jerez auf die Rennstrecke, um hier die neue Ducati V4S einmal auf Herz und Nieren zu testen, um euch davon zu berichten, was ihr davon erwarten könnt, welche Neuerungen das es gibt, werdet ihr jetzt im Anschluss gleich sehen, darum bleibt dran. Ja, die Panigale V4 ist jetzt ja schon länger bei uns am Markt, ist jetzt keine komplett Neuerscheinung. Viele von euch kennen das Fahrzeug schon. Ducati hat sich jetzt entschlossen, weil es jetzt doch schon ein paar Jahre bei uns rumfährt, hier jetzt wieder nachzulegen. Wir haben für 2022 einige Neuigkeiten auf diesem Fahrzeug zu finden, die besonders auf der Rennstrecke für eine Performance-Steigerung dienen sollen und uns helfen sollen, die Rundenzeiten zu drücken. Welche das sind, die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. Beginnen wir vielleicht am Anfang mit den offensichtlichsten Sachen. Das ist die Verkleidung und Ergonomie. Man hat versucht, die Fahrbarkeit vom Motorrad generell besser zu machen und dazu zählt natürlich auch die Sitzposition auf dem Fahrzeug. Es ist der Tank etwas anders geformt worden, damit man besseren Halt auf dem Fahrzeug drauf hat und sich nicht so stark am Lenker anhalten muss, beziehungsweise so viel Kraft über den Lenker abstützen muss. Für die, die jetzt glauben, okay, das fährt jetzt ohne, dass man da Kraft anwenden muss, muss ich leider enttäuschen. Es ist nach wie vor einfach anstrengend, schnell um den Kurs zu fahren. Also auch ich habe mir müssen da dementsprechend ranhalten, um das Ding dementsprechend zu bewegen. Aber man muss schon sagen, ein paar Vorteile bringt diese geänderte Ergonomie mit sich. Es gilt trotzdem, Anpassungen zu machen, wenn ihr jetzt speziell lange Füße habt oder einen großen Oberkörper. Schadet es nicht, wenn man da trotzdem ein paar Anpassungen macht, aber das ist ganz normal, das ist bei jedem Fahrzeug so. Ich finde, sie haben es jetzt ganz gut erwischt, der Grip am Sitz ist recht ordentlich, dadurch rutscht man nicht so stark hin und her, gefällt mir recht gut, ist auf jeden Fall ein guter Schritt gewesen. Das nächste, was euch oder den gewieften Panigale Enthusiasten aufgefallen sein wird, sind die geänderten Winglets. Ja, man hat die etwas kleiner gemacht, was ich persönlich als Vorteil empfinde, auch von der Optik her. Ich bin jetzt nicht so der Freund von den großen Flügeln, bin so eher noch der Typ von früher, der eher die schlanken Bikes bevorzugt. Aber die Flügel haben definitiv auch einen Benefit, besonders beim Fahrverhalten. Deswegen hat Ducati auch sich bemüht, diese effizienter zu machen. Was bedeutet Effizienz? Man hat versucht, die so zu gestalten, dass der Downforce, der Abtrieb, den man dabei feststellen kann oder erhält, gleich geblieben ist, aber weniger Luftwiderstand erzeugt beim Geradeausfahren. Die Winglets haben ja eben diesen Side-Effekt neben dem Abtrieb, der ja positiv sich auswirkt, zusätzlichen Luftwiderstand generiert, der auf Highspeed-Strecken, auf Geradeausfahren nicht wirklich optimal ist. Und da hat man halt versucht, diese Winkel jetzt so zu modifizieren, auch mit einem anderen Profil versehen, dass diese dann so auswirken, dass die den gleichen Downforce erzeugen wie der vorige Flügel vom Vorgängermodell, aber weniger Luftwiderstand beim Beschleunigen und für mehr Topspeed dann sorgen. Ich denke, der Unterschied wird sehr gering sein. Man kann das nur rausfahren, wenn man mal einen direkten Vergleich macht. Die Möglichkeit hatten wir hier jetzt nicht. Hat soweit gut funktioniert.
bin jetzt die Fahrzeuge schon mal mit Flügel und ohne Flügel gefahren, also es ist schon ein gewisser Effekt da. Man muss aber sagen, dass der in erster Linie bei hohen Geschwindigkeiten auftritt. Ich habe jetzt eine Rennstrecke, die relativ eng ist und mit kleinen Geschwindigkeiten gefahren wird, sind die Flügel natürlich jetzt nicht so stark in den Vordergrund, rücken so stark in den Vordergrund wie auf Highspeed-Strecken. Was noch geändert wurde an der Verkleidung, sind ein paar Kühlungsöffnungen. Man hat versucht, dem Kühler vorn etwas mehr Luft oder Durchluft zu ermöglichen, um eine bessere Kühlwirkung zu haben. Der Motor ist ja doch relativ stark und braucht dementsprechende Kühlleistung. Und das hat man eben versucht zu verbessern, nicht mit einem größeren Kühler, sondern durch einfach eine bessere Durchströmung. Das waren einmal so die wichtigsten Dinge, so rein optisch, die einem gleich auffallen. Gehen wir vielleicht weiter zum Motor. Motor hat sich doch einiges getan. Man hat nicht nur eine andere Auspuffanlage verwendet, sondern auch eine andere Ölpumpe installiert, die weniger Verlustleistung erzeugt. Pumpe braucht natürlich eine gewisse Antriebsenergie, die vom Motor abgezweigt wird. Wenn man die auch effizienter gestaltet, hat man den gleichen Öldruck bei weniger Verlustleistung. Das ist hier passiert und man hat es somit auch geschafft, die Leistung etwas zu erhöhen. Es ist jetzt kein Riesensprung, wir reden hier von 2 PS, aber trotzdem, wenn man berücksichtigt, die komplette Euro 5er Homologation hier einhalten zu müssen, ist da nochmal ein Leistungssprung auf jeden Fall ein guter Schritt. Der Riesenunterschied ist es wahrscheinlich jetzt nicht, aber trotzdem eine Kleinigkeit. Was vielleicht mehr ins Gewicht fällt, Ducati hat sich da, glaube ich, mehr jetzt fokussiert, auch beim Motor, auf die Performance auf der Rennstrecke, denn man hat die Getriebeabstufung massiv geändert. Man ist hergegangen und hat besonders den ersten Gang deutlich länger gemacht, weil man erreichen möchte, dass man auch den ersten Gang effektiv auf der Rennstrecke nutzen kann. Dadurch hat man eben auch einen Gang mehr zur Verfügung, um eine bessere Abstimmung von der Übersetzung hinzubekommen. Und das funktioniert eigentlich wirklich gut. Ich habe es probiert, du kannst wirklich viele Ecken jetzt mit dem ersten Gang fahren. Muss halt Zugeständnisse machen, wenn man dieses Fahrzeug vielleicht dann auf der Straße verwenden will. Man darf nicht vergessen, ich habe mir das einmal angeschaut, der erste Gang ist mittlerweile auf 160 km/h übersetzt. Also in Österreich zumindest bist du dann schon mit dem ersten Gang schwer in der Illegalität unterwegs, vom Speed her. Deswegen wird es wahrscheinlich für das gemütliche Bummeln der lange erste Gang nicht ganz passend sein, aber für die Rennstrecke wirklich ein Vorteil. Die Spreizung zwischen ersten und zweiten Gang ist dadurch deutlich kleiner und die Schaltvorgänge sind somit wirklich smooth, auch vom ersten auf zweiten. Das ist ja bei den meisten Fahrzeugen, die da eine größere Spreizung haben, meistens so ein bisschen ein Knackpunkt, wo sie die Quickshifter auch schwer tun, über diesen Sprung drüber zu kommen. Da gibt es meistens einen Ruck, ist eher unsanft. Das funktioniert hier, muss ich sagen, wirklich gut. Man kann den ersten Gang wirklich sensationell verwenden und hat da einen riesen Benefit. Das Einzige, was man da in der Hinsicht vielleicht noch berücksichtigen muss, ich habe versucht, ein paar schnellere Starts hinzulegen. Mit dem langen ersten Gang ist das vielleicht ein bisschen tricky. Man muss eventuell auch die gesamte Übersetzung dafür wieder ein bisschen kürzer wählen, damit dann der erste Gang nicht ganz so lang ausfällt. Also da gilt es hier schon ein bisschen ein Gefühl aufzubauen für einen guten Start mit diesem langen ersten Gang. Aber wenn man mal losgerollt ist, muss man sagen, hilft dieses System wirklich enorm. Wenn wir beim Auspuff bleiben, der Auspuff hat sich etwas geändert, etwas größer geworden in ein paar Stellen von den Querschnitten. Es gibt zum Serienauspuff natürlich auch weitere Optionen. Es gibt eine offene Auspuffanlage, die dann, gibt es zwei Möglichkeiten, eine, die unterm Heck rauskommt und eine offenere, die ebenfalls wie die Serienauspuffanlage unter dem Motor angesiedelt ist, also der Endschalldämpfer. Die ermöglichen nicht nur deutliche Gewichtsersparnis, sondern natürlich auch eine gewaltige Leistungssteigerung. Ducati spricht von ca. 12 bis 14 PS, was da an Leistung dazukommt. Natürlich ausgestattet mit dementsprechendem Mapping, weil ja die andere Abgasanlage automatisch andere Einspritzungen erfordert, damit man den kompletten Benefit da mitnehmen kann. Das ist natürlich dann schon eine Ansage. Ducati gibt ja das neue Modell an mit 250
15 PS aus der Serie raus. Das ist schon sehr beachtlich. Und ein Gewicht, wenn wir schon bei den Daten sind, von 174 Kilogramm trocken, was, muss ich sagen, ein gewaltiges Maß ist, schon mal das Maß der Dinge derzeit. Ich glaube, es gibt nicht viele Motorräder auf dem Superbike-Sektor, die in der Serie komplett einsatzfertig halt trocken in diese Gewichtsregion kommt. Merkt man auch dann beim Fahren, aber dazu kommen wir später. Auch bei der Elektronik hat es einiges an Änderungen gegeben, Updates. Elektronik ist heute unabdingbar mittlerweile auf diese Fahrzeuge. Es gibt verschiedene Fahrpedalkennfelder. Da gibt es mehrere Abstufungen jetzt im Vergleich zum Vormodell. Was ja beim Vormodell schon gut funktioniert hat, geht hier noch etwas feiner. Man kann damit bestimmen, wie das Motorrad ans Gas geht, wie weich geht es, wie smooth geht es ans Gas. Möchte ich eventuell die Spitzenleistung auch etwas heruntersetzen, wenn zum Beispiel Regenfahrten oder sehr schlüpfrigen Untergrund ich vorfinde, dann kann ich mir hier relativ gut auswählen und das passende Mapping dazu. Das Display wurde etwas geändert und angepasst. Man hat es auch Richtung Rennstrecke optimiert. Man hat die Möglichkeit, den Drehzahlmesser oben in einem linearen Balken sehr plakativ dargestellt zu bekommen, damit man das sehr gut ablesen kann. Es gibt auf der rechten Seite vom Bildschirm sehr gut leserlich die einzelnen Einstellungen für die ganzen Fahrhilfen wie Traktionskontrolle, Slide Control, Wheelie Control und Engine Brake. Das ist wirklich wichtig auch auf der Rennstrecke, um das sofort zu sehen, was habe ich da für Einstellungen, und die kann ich auch direkt gleich dort verändern. In der Mitte prangert dann groß der Gang an, die Ganganzeige, damit man auch sieht, in welchem Gang man jetzt wirklich unterwegs ist. Also auch auf dem Elektroniksektor und am Displaysektor hat sich hier einiges getan. Wenn man beginnt, andere Reifen drauf zu geben, ist vielleicht auch ein interessanter Aspekt, kann man das relativ leicht konfigurieren oder neu konfigurieren auf die andere Reifendimension, ohne dass es Probleme mit der Traktionskontrollenregelung gibt. Also man kann hier einfach eine Neukalibrierung durchführen, man fährt im zweiten Gang eine bestimmte Geschwindigkeit und er kalibriert sich neu. Das war auch ein sehr wichtiger Punkt, um hier die Traktionskontrolle auf verschiedenste Reifendimensionen und Übersetzungen dementsprechend anpassen zu können. Was sie natürlich noch weiterentwickelt hat, ist auch das Fahrwerk. Einer der wichtigsten Komponenten, was die Fahrbarkeit von Motorrad natürlich auszeichnet. Man hat diesmal bei der Gabel vorne auf einen größeren Hub gesetzt, das Öhlins-Cartridge, ist ein Pressurized-Cartridge in der Öhlins-Gabel drinnen mit 125 mm Hub. Dadurch ist man in der Lage, auch weichere Federn vorne zu verwenden, ohne dass das beim Bremsen in irgendwelchen Endanschlägen mündet. Deswegen hat man durch diese weicheren Federn auch die Möglichkeit, in der Kurve vorne eine tiefere Front zu erhalten, um das Turning in der Mitte von der Kurve deutlich nochmal verbessern zu können, um hier enger und engere Radien erzielen zu können. Gepaart mit einer anderen Pivothöhe, das heißt, man hat den Schwingendrehpunkt hinten um 4 mm in die Höhe gesetzt. Man hat das deswegen gemacht, weil man erreichen wollte, dass, wenn man das Fahrzeug ans Gas nimmt, das Fahrzeug nicht zu stark hinten einfedert. Je steiler die Schwinge wird, desto weniger Antiskot-Wirkung habe ich da. Das heißt, desto weniger will das Bike hinten einfedern beim Beschleunigen. Und das ermöglicht mir einfach, engere Radien zu ziehen bei voll geöffneter Drosselklappe und trotzdem noch gute Radien beibehalten zu können. Das funktioniert recht gut. Da gibt es nämlich immer ein paar Knackpunkte, auf die man aufpassen muss. Wenn man solchen Schwingenwinkel einfach immer nur steiler macht, ist oft die Gefahr, dass gerade der Grenzbereich sehr tricky wird. Man kann den kaum mehr dosieren und ist schwer berechenbar. Der Grip reißt dann meistens recht sprunghaft ab, was hier aber aufgrund einer anderen Federbeinauslegung relativ gut kompensiert worden ist. Also wir haben hier wirklich eine recht gute Performance-Steigerung, ohne irgendwo ins Negative abgedriftet zu sein. Passiert ja recht oft, dass, wenn man beginnt, am Fahrwerk Verbesserungen vorzunehmen, dass irgendwo vielleicht nicht immer in die bessere Richtung geht. Weiteres nettes Feature ist natürlich, wenn man an die Rennstrecke denkt, die Laptimer-Funktion. Man hat hier die Möglichkeit, ein GPS-Modul zu integrieren und hat hier dann komfortabel die Möglichkeit, sich die Rundenzeiten am Laptimer
auf dem Display direkt anzeigen zu lassen. Es gibt hier bestimmte Tracks, die schon vorselektiert sind, wo der Triggerpunkt für den Laptimer schon vorselektiert ist, wo man sich nicht drum kümmern muss. Wenn man auf andere Rennstrecken geht, die dann nicht schon von Haus aus hinterlegt sind, hat man die Möglichkeit, den Triggerpunkt nachträglich auch einlernen zu können, indem man einfach einen Taste betätigt beim Überfahren des gewünschten Punktes, und dann hat er den neuen Trigger eingelernt und hat somit auch die Rundenzeitanzeige. Grundsätzlich, in welche Ausführungen gibt es das Motorrad? Es gibt ja, wir haben sie hier, die V4S mit den kompletten Öl ins Fahrwerk drinnen. Es gibt natürlich die Panigale auch in der Standardausführung, wo hier konventionelle Federelemente drin sind, das heißt manuell einstellbare. Die haben natürlich jetzt nicht den Vorteil von einer dynamischen Regelung, wie wir es hier haben, sondern hier gilt eigentlich das alte Prinzip: Druckstufe, Zugstufe normal einstellen und Federvorspannung, um hier auf ein Setup zu kommen. Wir haben aber die Möglichkeit, wenn es den einen oder anderen interessiert, auch dieses Standardfahrwerk zu updaten. Wir haben hier dementsprechende Öl-ins-Cartridges für die Nachrüstung zur Verfügung. Genauso beim Federbein kann man auch nachträglich dann noch hochrüsten. Man darf nicht vergessen, Preisunterschied ist ca. 6.000 Euro zwischen die zwei Varianten. Wenn wir beim Preis sind, vielleicht eine kurze Information. Also die Preisgestaltung in Deutschland zumindest liegt bei der Standard-Panigale bei 24.000 Euro und 30.000 Euro für die V4S. In Österreich, nachdem es uns allen ja dort so gut geht, haben wir natürlich noch die Nova, die wir da abführen müssen. Da wird das Ganze nochmal um einiges teurer. Da liegt die Standard-Variante mittlerweile so bei 30.000 Euro. Und jetzt ein bisschen ein Fazit. Wie haben Sie die ganzen Änderungen und Updates wirklich ausgewirkt? Habe ich einen Vorteil daraus oder war das alles nur Marketing? Man muss sagen, ich habe heute versucht, wirklich schnelle Runden zu fahren, um wirklich ausloten zu können, wie fühlt sich das Fahrzeug an, was kann man da erwarten? Es ist so, dass selbst ohne der Elektronik das Fahrwerk sehr ausgewogen ist, bereits in der Standardauslegung. Also man ist hier wirklich gut in der Lage, das Fahrzeug in den Grenzbereich reinzubringen, ohne jetzt die Hilfe der Elektronik zu brauchen. Ich habe absichtlich die Elektronik einmal komplett deaktiviert, damit man eben das Gefühl rein für das Chassis und die Fahrbarkeit des Fahrwerks selber mal spürt. Der größte Vorteil, was mir da am besten gefällt an dem Fahrzeug, ist, dass genau in der Mid-Corner-Position, da wo du beginnst eigentlich Last anzulegen, der Slide, der da beginnt, unheimlich kontrollierbar ist. Das ermöglicht dir unheimlich viel Vertrauen und die Möglichkeit, sehr viel Leistung freizusetzen im Kurvenausgang. Und dank der geänderten Pivothöhe können wir hier auch relativ enge Linien beibehalten und somit sehr viel Drive aus der Kurve mit rausnehmen. Das war eigentlich das, was mir am meisten geholfen hat, hier auf Rundenzeit zu kommen. Wenn man dann die Elektronik einschaltet, die aufgrund dieser gutmütigen Geometrieauslegung dann nicht mehr ganz so viel zu tun hat, gibt es natürlich dann nochmal eins drauf, weil die kümmert sich dann wirklich noch darum, dass man es, wenn man es dann wirklich übertreibt an den Punkten, weil irgendwann ist alles einmal am Limit, hier trotzdem nochmal leicht drüber zu regeln, um diejenigen, die da wirklich nochmal ein bisschen zu aggressiv am Gas sind, hier auch noch ein bisschen Einhalt zu gewähren und hier den Highsider vermeiden zu können. Somit muss ich sagen, mit dem fahrbaren Motor, die Leistungsentfaltung ist sehr gut gelungen, muss man sagen. Also man hat ein sehr großes Drehzahlspektrum zur Verfügung, wo man das Bike bewegen kann. Das macht es einem relativ leicht, den richtigen Gang zu finden, besonders in der Kombination mit der neuen Getriebeübersetzung ist das schon wirklich ein Highlight. Für wen macht das Bike jetzt einen Sinn? Wer hat da wirklich Vorteile aus dem Fahrzeug? Ich muss sagen, natürlich in erster Linie der Rennstreckenfahrer. Für die Straße überzeugt das Fahrzeug auch, wobei natürlich man damit ein paar Einschränkungen zu kämpfen hat, das jetzt nicht nur für das Fahrzeug gilt, sondern generell für Supersportfahrzeuge auf der Straße. Man hat zumindest hier die Möglichkeit, auch mit diesem voll einstellbaren Fahrwerk, besonders mit der Automatikmodus, hier auch für viel Fahrkomfort auf der Straße zu sorgen. Mit der langen Übersetzung, besonders mit dem ersten Gang, ist aber trotzdem vielleicht, sind da ein paar Abstriche zu machen, weil man doch hauptsächlich
im ersten Gang dann unterwegs ist oder Film im ersten Gang und hier, ich sage einmal, wenn es um langsame Kurven geht, doch in sehr geringe Drehzahlbereiche kommt, was für die Straße vielleicht nicht immer ganz optimal ist. Aber es generell, muss ich sagen, ist es wirklich sehr ausgewogen. Es macht viel Spaß, auf der Rennstrecke da schnelle Runden zu fahren. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein guter Fortschritt im Vergleich zum Vormodell geworden ist. Es gibt einige Gimmicks, die mir sehr gut gefallen. Schaltautomatfunktion funktioniert sehr gut, auch vom ersten auf den zweiten Gang, was immer so ein bisschen tricky ist. Negative Punkte findet man nur wirklich sehr schwer an diesem Fahrzeug, das muss man schon sagen. Einziger Punkt, wo ich mir vielleicht ein bisschen mehr Performance gewünscht hätte, war die Bremse. Man hat ein bisschen mehr Handkraft gebraucht, um das ganze Bike gut verzögern zu können und maximal verzögern zu können. Auch der Druckpunkt war etwas schwammig. Darf man nicht vergessen, ist natürlich auch geschuldet dem ganzen ABS-System, was noch im Verbund hier arbeitet. Das kann man zwar in Schritten deaktivieren, damit man eben für die Rennstrecke zum Beispiel keine Regelung fürs Hinterrad hat und nicht die Abhebeerkennung hat. Man hat da drei verschiedene Einstellungen. Wenn man auf die erste Einstellung geht, muss man sagen, lässt sich das auf der Rennstrecke richtig gut fahren, auch wenn das ABS fürs Vorderrad immer noch aktiv ist. Also man hat hier brachiale Verzögerung. Allerdings, man muss in Kauf nehmen, dass halt der Druckpunkt nicht ganz so glasklar ist, weil wenn man direkte Leitungen runter hat, das ist aber geschuldet dem Leitungswirrwarr, das hier durchs ganze Motorrad geführt wird bei einem ABS-System. Und auch die Bremsverzögerung hat ein bisschen viel Handkraft bedurft. Aber das ist schon was, wie gesagt, das ist Jammern auf wirklich sehr hohem Niveau, um hier überhaupt negative Sachen anbringen zu können. Ansonsten hat mich das Paket, muss ich sagen, wirklich gut überzeugt. Ich glaube, dass das für die Rennstrecke auf jeden Fall eine super Fahrmaschine ist. Man hat sehr viel vom Grand Prix Sport hier übernommen, um hier auch die Vorteile und die Erfahrung, die man dort gesammelt hat, hier zu verwirklichen. Ich habe ein paar schnelle Runden draußen fahren können mit den Jungs, also auch mit den Entwicklungsfahrern. War echt ein Spaß und ich denke, dass es euch dann auch nicht viel anders gehen wird. Ich hoffe, ich habe euch nicht komplett erschlagen mit den ganzen Neuigkeiten. Ich weiß, es ist ein bisschen viel, aber ich hoffe, dass ich nicht auf irgendwas vergessen habe. Ich denke, ich habe euch da ein bisschen was mitbringen können. Ich hoffe, euch hat es interessiert und seid dran geblieben bis zum Schluss. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir bitte ein Like. Ich werde versuchen, auch in Zukunft für euch wieder Berichterstattung zu bringen. Wir werden auch in Kürze so ein Fahrzeug zu uns, zu MB Bike Performance, in unser Race Lab bringen, um die Sache dann noch wirklich genau unter die Lupe nehmen zu können. Also, es wird da noch einiges nachgereicht werden. Bleibt gespannt. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei unseren nächsten Beiträgen. Also, dann tschüss und viel Spaß.